Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich habe heute Gopal Norbert Klein bei mir. Er ist Traumatherapeut und wir sprechen heute über ehrliches Mitteilen, ein Kommunikationsmodell, Methode, um wieder besser in Verbindung zu kommen. Und wie das Ganze aussieht, auch in der Praxis, das erfahren Sie gleich. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Gopal, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Wir hatten schon mal ein Interview über die Methode ehrliches Mitteilen. Und es ist total schwer, das mit dem Verstand zu erfassen, weil der Verstand spielt ja irgendwie keine Rolle dabei. Ja? Aber trotzdem muss man es ja erklären. Und deswegen bitte ich dich einfach noch mal kurz zu erklären, was versteht man unter ehrliches Mitteilen und wo wird es angewendet oder wo kann ich es für mich nutzen? Ja, ehrliches Mitteilen ist ein Kommunikationsmodell, was uns beschreibt, wie wir vor allem als Paar und in der Familie miteinander sprechen können, sodass wir wieder in einen wirklichen vertieften Kontakt kommen und die ganzen Konflikte, Machtkämpfe, Streitereien und das, was wir so normalerweise erleben in Beziehungen und Familien, dass das in den Hintergrund tritt oder sich sogar auflösen kann. Und es ist ein Modell, wie gesagt, wo es nicht darum geht, was wir sagen oder in welchem Zustand wir sind, sondern es geht nur darum zu lernen, auf eine bestimmte Art und Weise das, was in uns ist, uns gegenseitig zu sagen. Und das ist schon die Lösung. Mhm. Ja, hört sich jetzt einfach an, aber da stecken ja schon auch so ein paar Herausforderungen dahinter oder ein paar, du hast es ja über eine lange Zeit entwickelt. Ja, also die Herausforderung ist, das formal korrekt zu machen. Also es funktioniert nur, wenn das ganz präzise auf den Punkt korrekt gemacht wird. Und das bedeutet, dass wir für die drei Ebenen, also Körperempfindungen, Gefühle, Gedanken, ganz bestimmte Satzanfänge nutzen. Mhm. Weil nur wenn wir diese Satzanfänge nutzen, können wir die Identifizierung mit dem Inhalt selber lösen und nur so kommen wir in einen wirklichen Kontakt. Sonst sind wir unbewusst identifiziert mit dem, was in uns los ist und das wirkt eher trennend oder aussaugend. Das klingt jetzt alles kompliziert, ist aber nicht. In der Praxis wirst du sehen, ist es vom Prinzip was Einfaches, Simples. Aber wenn wir das eben machen, dann kommt es zu tiefgreifenden Transformationen, weil das überwindet eben diese ganze Trennungserfahrung, die wir als Kind sozusagen in uns etabliert haben. Also wir leben, so wie wir heute leben, weitgehend in Distanz. Wir wissen gar nicht mehr, wie wir in Kontakt kommen sollen. Mhm. Ja. Und das ehrliche Mitteilen hilft uns, diese Brücke zu überwinden. Und in der Praxis, wie würde das dann aussehen? Machst du das dann erstmal in geschlossenen Gruppen, um das zu üben? Oder kann man sich das jetzt auch hier aus unserer Praxis für zu Hause dann übertragen? Wenn wir sagen, wir machen das jetzt vor oder wir üben, ich habe es noch nie gemacht, also von daher bin ich ganz gespannt, aber könnte der Zuschauer das dann genauso eins zu eins auch übernehmen? Ja, genau. Also wir können das gerne vormachen. Mhm. Ich kann das vormachen, dass irgendwie klar wird, wie das dann in der Praxis aussieht. Und dann, wenn du möchtest, kannst du es auch machen und ich würde das dann ein bisschen anleiten. Gerne. Ja, gut. Also es geht darum, die Ebenen des Erlebens getrennt voneinander mitzuteilen. Das sieht also so aus. Ich würde dann zum Beispiel sagen, in meinem Körper spüre ich leichte Anspannung. Da ist ein Gefühl von Freude. Also ich teile die emotionale Ebene mit. Und in meinem Kopf ist der Gedanke, dass wir jetzt ein Interview führen. Und das ist die Gedankenebene. Das heißt, wir teilen diese drei Ebenen separat mit. Mhm. Und wir nutzen immer dieselben Satzanfänge. Also für die Körperempfindung sagen wir, in meinem Körper spüre ich oder in meinem Knie spüre ich. Also wir sprechen den Körper oder den Körperteil an mit ich spüre, damit die Ebene klar benannt ist. Bei den Gefühlen das Gleiche. Ich fühle und dann eben das Gefühl. Und bei den Gedanken ist es einfach ein bisschen tricky, weil wir so damit identifiziert sind. Und das sagen wir, indem wir den Satz beginnen mit in meinem Kopf ist der Gedanke das oder mein Kopf denkt das oder mein Kopf denkt gerade an. Ja. Und dann teilen wir den Gedanken mit, so wie der da ist. Mhm.
Und das führt uns einfach in das Bewusstsein, dass wir weder Körper noch Gefühle noch Gedanken sind. Das führt dann wie zu so einem Aufwachen. Und das bringt uns eben in den Kontakt. Also ich kann es ja noch mal vormachen, um noch ein paar Beispiele zu sagen. Ja, genau. Es wäre mir jetzt noch mal interessant zu wissen, auf körperlicher Ebene, auf was gehst du da genau ein? Es gibt ja auch welche, die haben jetzt dauerhaft, was weiß ich, einen Knieschmerz. Oder ich hatte jetzt zum Beispiel eine Kiefer-OP. Ich spüre natürlich den Kiefer. Aber macht das jetzt, spielt das jetzt eine Rolle oder gehe ich eher auf den Entspannungszustand, Spannungszustand ein, weißt du, auf körperlicher Ebene nochmal? Wir teilen das mit, was wir im Körper spüren, okay. Egal was das ist. Ne? Das kann ein Schmerz sein, das, was jetzt da ist, was in den Fokus tritt. Ne? Wenn man jetzt Schmerzen hat, dann sagen wir zum Beispiel am Knie, also ich spüre Schmerzen im Knie oder ich spüre Wärme im Bauch oder ich spüre Entspannung im Körper. Das sind alles so Beispiele. Ja, also das innere Erleben des Körpers. Mhm. Ja, und Gefühle gibt es gar nicht so viele eigentlich. Ich fühle Trauer, Wut, Eifersucht, Verzweiflung, Einsamkeit. Ja, das ist die Gefühlsebene. Aber das Entscheidende ist, dass wir lernen, eben die Gedanken mit Abstand zu kommunizieren. Mhm. Und das ist der Shift, der dann passiert, wenn man das dann beherrscht. Und wenn ich jetzt über die Emotionen spreche und sage, ich spüre, keine Ahnung, Wut. Ich fühle Wut. Dann hänge ich aber jetzt nicht noch dran, warum. Nee, das ist ja genau der Witz. Das ist ja das, was wir dann auch gerne noch machen. Ja, genau. Du kannst, das ist ja dann das ist der mentale Teil dann, der dahinterher kommt. Und dann kann man sagen, ich fühle Wut. Mhm. Und mein Kopf denkt, dass das mit dem und dem zusammenhängt. Okay, Und man muss nicht alles sagen. Es geht nicht darum, alles zu sagen, sondern das, was man möchte. Ja? Man muss keine Grenzen überschreiten. Mhm. Ja, sollen wir machen? Ja. Gut. Gut. Ja, dann leg mal los. Fange ich jetzt an. Ich fange mit der Körperebene an, gell? Ist egal. Kannst. Mein Körper. Also die Sätze fangen, ich muss nochmal sagen, die Sätze fangen an mit ich spüre. Wir benennen die Ebene und dann sagen wir, was da ist. Okay, ich spüre einen Druck in der Kieferhöhle. Ich fühle eigentlich, ja, ich fühle Wut und mein Kopf denkt, dass er die Lösung für diesen Schmerz im Kiefer noch nicht gefunden hat. Also mein Kopf denkt, die Wut ist dadurch entstanden, dass die Ursache für den Kieferschmerz noch nicht gefunden wurde. Okay. Und jetzt kannst du mal probieren, die Gedanken kürzer zu sagen, weil wenn wir anfangen, lange Sätze zu bilden mit Verschachtelungen, dann kommt die Identifizierung wieder rein. Also du könntest zum Beispiel das zusammenfassen. Ja. Mein Kopf denkt, die Wut hängt mit dem Kiefer zusammen. Ja, genau. Und dann gucken, was als nächstes in den Fokus tritt. Ob das was im Körper ist, ein Gefühl oder Gedanken. Ach so, das mache ich jetzt mehrmals genau, durch. Genau. Das ist am besten, wenn man eine feste Zeit vereinbart, zum Beispiel jeder 5 Minuten. Und das heißt, einer spricht und der andere hört nur zu. Es gibt keinen Austausch in dem Sinne. Okay, ich spüre Verspannung. Ich fühle Ja, schon interessant, man kommt gar nicht so aufs Fühlen. So, jetzt bist du rausgesprungen. Ja. Jetzt ist der Verstand dazwischen gegangen und hat einfach eine Geschichte erzählt. Ne? Also du hättest das jetzt auch einfach als Gedanke mitteilen können. In meinem Kopf ist die Idee das und so weiter und so weiter. Oder in meinem Kopf ist der Gedanke das. Ne? Ne, das war wie so, es ging nicht weiter und dann kam der Kopf mit der Geschichte. Und statt es dann mit Abstand zu kommunizieren, hast du es jetzt mit Identifizierung kommuniziert. Und dann fallen wir halt raus aus dem ehrlichen Mitteilen. Das führt dann zu eher einer Distanz und das hat dann auch Entsprechungen in der Körperphysiologie. Und das ist halt da, wo wir dann gucken müssen, ja, dass wir wirklich dieses Bewusstsein haben, was passiert da jetzt? Und es ist egal, was da passiert oder ob da was passiert. Wir teilen, es ist wie so ein nach innen schauen. Ich muss mich jetzt auch nicht an die Reihenfolge halten. Nee. Okay, ja, okay. Was in den Vordergrund tritt.
Ja, ist schon. Ich fühle Aufregung. Und mein Kopf denkt, dass ich mir Druck mache. Ich fühle ja, witzig, jetzt wird es mir warm. So, jetzt geht's los. Genau, jetzt kommt wieder der Kopf, gell? So, und das dient einfach die Begegnung mit uns selbst und dem anderen wie so zu verhindern. Ja. Und du, das, was da jetzt angesprungen ist, hättest du auch wieder als Gedanke mit Abstand mitteilen können. Ne? Dann würde es weitergehen, dann würde es sich vertiefen. Das. Aber ja, wir können das nicht, oder wir lernen, wir kriegen das ja nicht beigebracht, und es braucht am Anfang einfach ein bisschen Übung. Ja, es ist schon klar, natürlich auch in der Variante, dass wir jetzt natürlich auch im Fernsehen sind, gell? Da versucht man sich wahrscheinlich so ein bisschen dann auch so einen Schutz zu machen, oder? Aber ja, das ist ja auch in Ordnung. Den Schutz kann man ja auch mitteilen. Meinem Kopf ist die Idee, dass ich jetzt schützen muss. Ja, oder dass ich nicht alles sagen möchte. Oder da ist die Idee, mein Kopf denkt, da ist ein Gefühl, aber ich möchte das hier im Fernsehen nicht sagen. Wir müssen nicht unsere Grenzen überschreiten, um in Kontakt zu kommen. Ja, es ist schon. Ja, ich habe jetzt echt leer. Also jetzt. Genau, und das ist ja wieder ein Gedanke. Leer. Ja, gell, so. Das ist ja wieder ein Gedanke. Das könntest du mitteilen. In meinem Kopf ist die Idee, dass jetzt. In meinem Kopf ist die Idee, dass jetzt eine Leere entstanden ist. Ja. 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 Ja, es ist schwierig. Nee, es ist ganz einfach. Also, ich mache das jetzt immer weiter. Was? Also. Ja, ja. Okay. Soweit du möchtest. Weißt du, da passiert halt was Neues. Normalerweise, wir tauschen Informationen aus. Ja? So, es ist jetzt ein Interview und wir tauschen Informationen aus. Aber wir begegnen uns nicht als Menschen. So, und wenn wir jetzt uns ehrlich mitteilen, dann fangen wir an, uns als Menschen zu begegnen. Und das macht auch mit den Zuschauern was. Das macht was mit den Nervensystemen der Zuschauer, weil eigentlich sind wir nur auf der Suche nach dieser Begegnung. Eigentlich ist nur das, was uns interessiert. Ja, und sobald sich ein Mensch ehrlich mitteilt oder zwei, wird das sofort hochgradig interessant für Zuschauer, ja, weil das exakt das bedient, was unsere Nervensysteme brauchen, nämlich Sicherheit durch Verbindung. Und die Verbindung gibt's halt nur, wenn wirklich Informationen fließen. Also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ich spüre Entspannung im Körper und mein Kopf denkt, ich muss hier alles richtig machen. Mein Kopf denkt, ich darf mir hier keinen Fehler im Fernsehen erlauben. Ich spüre eine Verspannung im linken Nacken. Und mein Kopf denkt, es muss doch spannend für die Zuschauer bleiben. Exakt. Jetzt erfahren die Zuschauer wirklich was von uns. Jetzt wird es für die Zuschauer erst wirklich interessant. Ja. Ich fühle eine Entspannung im Nacken und mein Kopf denkt, das war jetzt erleichternd. Ja. Ja, genau, das ist das. Das ist eigentlich was Simples, ne? Das ist die Lösung. Und wahrscheinlich merkst du eine Veränderung, ja, also während wir jetzt hier sprechen,
Mhm. Na, während du sprichst, ändert sich was. Das ist auch für die Zuschauer spürbar. Da passiert einfach was anderes, ne? Als wenn es nur ein Informationsaustausch ist, ohne dass die eigentlichen menschlichen Bewegungen also in die Sichtbarkeit kommen. Mhm. Und am Anfang ist es halt ein bisschen holprig, man muss sich dran gewöhnen. Und irgendwann wird es natürlich auch automatisiert und dann geht es wie einfach ganz flüssig und selbstverständlich. Ja. Macht man das dann auch so im Wechsel? Nee, also es ist besser, das aufzuteilen. Mhm. 5 Minuten sprechen und der andere hört nur zu und dann der andere. Mhm. Und ich sozusagen sage immer was, um das halt zu kommentieren oder zu korrigieren, aber normalerweise gibt es jemanden, der wirklich nur zuhört. Weil das ist das, was wir zutiefst brauchen, dass jemand endlich zuhört zu dem, was in uns los ist. Weil das ist seit der Kindheit nicht passiert. Als Kind haben wir es weggesperrt. Ja, und mit dem ehrlichen Mitteilen gibt es die Möglichkeit, dass das endlich gehört wird, was in uns los ist. Und das ist das, was wir brauchen in Wirklichkeit. Und da rennen wir überall hinterher und suchen das unbewusst überall. Und wir wissen gar nicht, nach was wir eigentlich suchen. Und wenn ich sowas dann eben in der Partnerschaft dann nutze oder in der Beziehung mit den Kindern, dann wird in dieser Übung, findet eben schon diese, du sagst auch, Transformation statt. Ja, das ist die Transformation. Mhm. Das ist schon die Transformation. Also diese Form von Kontakt ist Weg und Ziel gleichzeitig. Mhm. Ja, das ist eine Methode und gleichzeitig ist es das, was wir eigentlich brauchen, was unsere Nervensysteme brauchen. Wir haben ein Säugetier-Nervensystem und diese Nervensysteme können nicht alleine leben, ja, in der Isolation wie Reptilien zum Beispiel. Wir brauchen diese Form von Verbindung. Gibt es eine Gesellschaftsform, die das überhaupt lebt so? Weil bei uns ist es ja, wir haben ja wirklich so diesen Schutz, ich merke es ja auch selber, man kommt ja auch schwer dazu, dass jetzt so, also man versteht es ja am Anfang noch nicht so ganz. Oder? Es gibt halt Naturvölker, wo das so in die Richtung geht, aber nicht so wirklich. Also so auf den Punkt, also ich kenne keine Kultur, die das so lebt, das gibt es meiner Ansicht nach auf diesem Planeten noch nicht. Was würde in der Gesellschaft passieren, wenn die Menschen dazu kämen? Oder was wäre deine Vorstellung dann? Es käme zu einer totalen Umwandlung der Gesellschaft. Alles Destruktive würde verschwinden, alles. Mhm. Weil alles Destruktive, was wir in der Gesellschaft haben, egal auf welcher Ebene, hat immer nur eine einzige Ursache. Und das ist der fehlende Kontakt untereinander und dann die notwendige Symptombildung oder Kompensation. Und jetzt aus meiner Sicht, ich habe mich da ja lange mit beschäftigt, das ist einfach zu sehen. Das ist offensichtlich, ja. Also aus meinem Blickwinkel ist das liegt wie ein offenes Buch, ist das zu sehen. Aber solange man noch unbewusst in diesen Überlebenskämpfen hängt aus der frühen Kindheit, kann man das nicht so klar sehen, ja. Und das heißt, konkret würde das bedeuten, zum Beispiel, die Menschen hätten keinen Bedarf mehr nach Substanzen, ja, um sich zu regulieren. Also Stichwort Drogen, ja, gibt es gar kein Bedürfnis mehr dazu. Es gibt keine Gewalt mehr, gibt es einfach nicht, weil niemand mehr sozusagen, der hier aufwächst, dann traumatisiert wird. Die Menschen kämen in ihre Kraft, man könnte sie nicht mehr ausbeuten. Ja. Die Krankheiten würden zurückgehen, weil der Stress in den Körpern ganz zurückgehen würde oder fast zurückgehen würde. Also das kann man sich jetzt einfach überhaupt nicht vorstellen, was dabei rauskommen würde, außer jetzt eben von diesen Prinzipien, die ich jetzt sage. Und das Ding ist, wenn das so läuft, dann kommt unser volles Potenzial erst zur Geltung, weil unter Stress und den Eindrücken von Gefahr, in dem unser Nervensystem eben noch ist, ist unser Gehirn nicht voll funktionsfähig. Das kommt erst voll online sozusagen, wenn wir uns entspannen können, wenn wir uns sicher fühlen. Und dann kommt das ganze Potenzial im Guten der Menschen kommt dann zustande. Also wir sind noch ganz am Anfang, was das angeht. Mhm. Aber du gibst ja Seminare, wo die Menschen das schon für sich vereinzelt umsetzen. Und was
gibt es da so für Erfahrungen? Was passiert mit den Menschen? Was passiert im Alltag? Also gibt es da... Ja, es gibt ja verschiedene Ausgangssituationen, zum Beispiel, dass jemand einsam ist und keinen Partner findet, dass jemand einen Partner findet, aber ständig verlassen wird, dass jemand eine Partnerschaft hat, aber es nur Konflikte gibt, dass jemand Körpersymptome hat, Geldmangel, all das Leiden, Depressionen und so weiter. Und wenn dann klar ist, dass es darum geht, um diesen fehlenden Kontakt, und die Menschen fangen dann an, das in einem Seminar zu machen, dann gibt es sofort eine Veränderung in der Physiologie. Also man sagt Regulation. In dem Moment, wo der Kontakt hergestellt ist, sofort geht der Körper in die Regulation. Also heißt, der Stress löst sich auf und ganz oft verschwinden auch Symptome und die Stimmung steigt, die Energie steigt. Und es ist oft zu sehen, dass dann nach kurzer Zeit zum Beispiel jemand einen Partner findet oder dass sich die Konflikte auflösen. Ja, und das ist auch ganz klar, weil ich strahle dann nicht mehr diesen Trennungsmechanismus aus. Ja, wenn ich das in dem Seminar gelernt habe, Kontakt auszuhalten und zu realisieren, da ist gar keine Gefahr. Ich kann das mitteilen, was da ist. Das strahle ich ja dann auch aus und das spüren die Menschen. Und dann auf einmal ist ein Partner oder eine Partnerin da. Cool. Und wenn ich mir jetzt gerade so vorstelle, in unserer Gesellschaft mit dem Thema Trennung haben wir natürlich auch diese ganze Distanzierung, die jetzt geschaffen worden ist, oder auch die Kinder, die traumatisiert worden sind. Könnte ich mit dieser Methode dann eben auch da einiges wieder in Ordnung bringen? Ja, absolut. Wir können das Beispiel ja mal nehmen, ohne das konkret auf den Namen zu bringen. Aber was ja passiert ist, dass die Spaltung durch unterschiedliche Ansichten stattfindet. Aber als Menschen können wir eigentlich gar nicht untereinander gespalten werden, weil wir alle ein exakt gleiches Nervensystem und somit exakt gleiche Bedürfnisse haben. Und das Problem, was die Menschen jetzt haben, die versuchen sich gegenseitig zu überzeugen und sie sind mit ihren Gedanken, mit ihrem Konzept sind sie so identifiziert, ja, dass wenn was mit diesem Konzept kollidiert, dass das fast wie lebensbedrohlich wirkt. Und der Trick ist ganz simpel. Die Menschen müssen sich wieder sagen, was sie fühlen. Also statt zu diskutieren, wer Recht hat, in der Familie zum Beispiel, ja, geht es darum zu sagen, wie man sich fühlt. Ich fühle Wut, ich fühle Angst. Ja. Erstmal die Gefühle einfach wieder austauschen. Und dann ist irrelevant, wer welche Überzeugungen hat. Und natürlich gibt es dann vielleicht Entscheidungen zu treffen. Aber wenn wir die Emotionen und damit unsere Bedürfnisse nach Verbindung eben kommuniziert haben, dann ergeben sich die Entscheidungen, die im Außen notwendig sind, die ergeben sich dann von alleine und nicht über einen Krieg und eine Rechthaberei und eine Auseinandersetzung, sondern das ist dann wie das Offensichtliche wird dann passieren. Ja, und für das entscheidet sich dann eine Familie oder ein Paar. Also der Trick ist, oder das, wo wir hinkommen müssen, ist, von dieser Ebene von Gedanken, Kopf, Machen, Tun, Rechthaberei, Machtkampf, Konkurrenzkampf, zurück zu uns als Mensch und sagen, wie wir uns fühlen. Ich spüre gerade Nervosität. Ich fühle Freude. Das ist alles. Das ist der ganze Trick. Und das ist deswegen so schwierig, weil man uns seit der Kindheit davon weggebracht hat. Man bringt den Kindern ja nicht bei in der Schule. Was fühlst du gerade? Versuch mal, dein Gefühl so gut wie es geht zu malen oder ein Wort dafür zu finden. Ja? Und dann könnte man den Kindern helfen, das immer mehr in sich lebendig werden zu lassen, Worte dafür zu finden, das Abstraktionsvermögen für die Innenwelt zu stärken, untereinander den Austausch zu fördern. Und dann, das Ding ist halt, dann käme eine Generation an den Staat, die derartig in der Kraft ist, die würde hier alles, was nicht gut ist, auseinandernehmen. Und davor hat diese Gesellschaft Angst. Vor dieser Kraft, die dann frei wird in den Menschen, wenn sie sich wirklich verbinden, vor dieser Kraft hat diese Struktur hier Angst. Zu Recht, weil das würde das Machtgefüge dieser Gesellschaft auflösen, so wie wir es jetzt haben. Echt interessant. Wenn man sich jetzt doch mit der ganzen Thematik nochmal in die Tiefe befassen möchte, gibt es da Möglichkeiten? Ja, am besten ist, auf meine Homepage zu gehen, www.traumaheilung.net. Da gibt es ganz viele Anleitungen und Videos zum Thema ehrliches Mitteilen und dem Selbsthilfenetzwerk dazu. Aber das Wichtigste ist das Buch der Vagusschlüssel, was jetzt
auf dem Markt ist, vom GU-Verlag. Und da ist umfassend erklärt, für jedermann verständlich, wie ehrliches Mitteilen funktioniert, wie das genau angewendet wird und die auch so ein bisschen die theoretischen Hintergründe dazu. Okay, super. Dann danke ich dir, lieber Gopal, für die auch Übung. Da glaube ich, bleibe ich auch noch dran. Ja, da geht noch ein bisschen mehr. Und ja, hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Vielen Dank. Ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen aus dieser Sendung. Impulse für sich auch in der Kommunikation. Bedanke mich und wünsche Ihnen eine wundervolle Zeit. Bis bald. Tschüss.